Hallo meine Lieben, hier ist Mariam von Mariams Kreativland. Ich habe heute ein Action-Haul für euch. Ich freue mich mega. Ihr wisst ja, bei mir ist zu, alles abgehangen. Ich habe aber einen lieben Einkaufsengel, der auch bereit war, für mich einiges zu besorgen. Für mich und meine Schwester. Und das ist ganz, ganz, ganz viel. Und ich freue mich wirklich sehr. Die neuen Stanzen hat sie bekommen, die neuen Stempel hat sie bekommen für mich. Das Paket ist heute angekommen, genau wie die Blöcke. Und was da drin war, das möchte ich euch gerne zeigen und ich freue mich mega. Also, wir fangen an mit den Stempeln und Stanzen. Blöcke tue ich erstmal weg. So, und einiges habe ich natürlich auch bevor zugemacht wurde. Und das sind so alltägliche Dinge, die waren noch offen. Die zeige ich euch auch im Anschluss. So. Ja, ich hatte ja die eine Serie hier, die hatte ich euch ja gezeigt. Und danach kam ja diese hier. Die habe ich nicht mehr bekommen, weil da war ja zu. Genau wie die habe ich nicht bekommen mit den Buchstaben. Ich habe ein bisschen schmutzig von, ich habe vorhin mit Sprühkleber gearbeitet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Da habe ich die Buchstaben, die hatte ich noch nicht. Die hat sie mir auch besorgt, finde ich super lieb. Danke, danke, liebe Gabi. So, dann haben wir hier einmal dieses. Ich zeige das mal ein bisschen hoch, dann könnt ihr das besser sehen. Ja, ist ein bisschen schief. Ich muss mal so machen, dann wird es ein bisschen gerade. So. Sternchen, ihr habt ja sicherlich in einem anderen Haul schon mal gesehen, aber ich hatte sie nicht und ich freue mich wirklich total darüber. Ich hoffe, es blendet nicht zu doll, weil hier scheint dann immer die Sonne da in meinem. Jetzt bin ich in meinem Bastelzimmer und da scheint die Sonne immer so doll drauf. Ja, da klatschen die Blöcke runter. Tags. Geht ja irgendwie auch immer. So, also das ist diese Serie. Dann kamen die ganz neuen. Also es gibt noch mal eine Nummer. Die sind auch wunderschön mit Schildkröten und sowas. Die hat sie auch noch nicht bekommen, aber dafür diese hier. Da gibt es 8 Stück von. 2 fehlen mir leider noch. Also, die finde ich auch mega schön. Ah, da ist dann immer so ein Beispiel, was man machen kann. Hier ist nochmal so ein Tag. Ich habe mir ja auch Riesentags bestellt. Jetzt zeige ich euch auch gleich für meine Lippenpflegestifte hier auch wieder so ein kleines. Aber das ist ein bisschen zu klein für meine Labellos. So, das waren die Stanzen, die ich bekommen habe. Freut mich so, so. Jetzt kommen wir zu den Stempeln. Und zwar, ja, sowas hatten wir ja schon mal. Die sind nur ein bisschen größer hier, also mehr drauf. Die finde ich mega süß hier. Ich bin ja jetzt nicht so für das Englische, aber gut, das versteht ja jeder. Auch ich. Die finde ich auch super süß. Die Blümchen, da hatte ich schon eine Nachfrage. Ich habe sie, wie gesagt, kann sie noch nicht besorgen, weil bei mir noch dicht ist. Sonst mache ich das gerne für eine liebe Abonnentin. Auch sehr schön. Und ja, hier so Ranken für an der Ecke oder so. Ist ja auch immer ganz nett. So, das waren die Stempel. Jetzt kommen wir zu den Blöcken. Na komm hoch. Ist verloren. So, dann kommen wir einmal zu diesen Paperblöcken. Die gab es bei mir nämlich auch noch nicht, als noch auf war. Ich drehe die mal kurz so rum, damit wir da gemeinsam reingucken können. Sonnenbrillen, auch schöne Brillen, Entschuldigung. Ah, finde ich auch wieder schön, dass die andere Seite wieder unifarbend ist. Oh, mega schön. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann seht ihr ja auch immer hier auf der Seite, welche Farbe das dann hat. Herze. Nee, ich dachte, das wäre jetzt ein Doppelt. Nee. Nochmal Macarons. Oder wie sich die nennen, das kann ich gut für mein Babyalbum wieder benutzen. Häubchen. Wunderbar. Auch sehr schön. Ja,
Sind auch schön feste. Steht das drauf, wie viel die Grammatur ist? Nee, kann ich jetzt nicht sehen. Die sind echt toll. Das ist ein bisschen dünner. Warum? Das kann man rausnehmen, aber die sind ein bisschen dünner. Ach, das ist ja schön. Hier, schaut mal. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Oh, das ist ja mega schön. Nochmal. Ja, das ist alles. Kann man alle raustrennen. Das sind so. Ja, braucht man jetzt nicht. Hier sind Aufkleber. Nee, auch. Alles nur zum Raustrennen. Ja, keine Aufkleber. Ja, gut. Das jetzt natürlich extremst viel. Ich glaube, das ist so eine Fortsetzung von den Lux Paper Blöcken. Scheint mir das so mit noch mehr Ausstanzungen. Da kann man aber Karten machen, ne? Ihr Lieben, da kann man basteln. So, das war Block Nummer 1. Da haben wir den zweiten. Der ist jetzt geschmacklich nicht meins. Ja, die Hunde, ja, natürlich. Das finde ich süß. Ich habe letztens eine Karte gesehen, hat jemand gebastelt und hat sich so geärgert, dass es da kein Papier für gibt. Das ist natürlich schönes Papier. Das ist aber auch das Einzigste, was. Also sonst gefällt mir der Block nicht. Ich denke, der kommt in die Gruppe. Der. Da kann ich jetzt nicht so viel mit aus, raus. Ich blätter nochmal durch, falls ihr ja Interesse habt oder ihr euch den kaufen mögt. Das ist immer gut. Und das ist immer schwierig, dabei Action durchzublättern. Hinterher fällt das raus. Ich finde das auch nicht so gut, wenn da jeder dran rumkrost und fehlt dahinter was. Und man achtet im Laden vielleicht gar nicht so wirklich darauf. Niedlich, die zwei Häschen. Ja, hier sind jetzt ein paar Dinger bei, aber ich glaube, nur dafür behalte ich den, glaube ich, nicht. So, jetzt kommen wir nur zu Nummer 3. Können wir mal so machen jetzt. Ja. Ja, ist jetzt was für Blumenfans. Ist jetzt auch nicht meins. Wandert auch in die Gruppe. Ja, sehe ich schon so. Ich meine, sie sind wirklich richtig, richtig toll fest. Ich glaube, da würde ich mir den ersten Block noch mal lieber besorgen. Besorgen lassen. So, jetzt halte ich wieder hoch, damit die Teile nicht rausgehen, weil jemand nimmt. So, jetzt habe ich mir heute auch endlich mal eine kleine Stanzmaschine bestellt. Weil der Tisch ist immer so voll und wenn ich dann meine große Big Shot für irgendwas Kleines auszustanzen hole, finde ich immer ein bisschen arg groß. Und ich habe mir letztens schon die kleine bestellt, die habe ich allerdings wieder zurückgeschickt. Die fand ich extremst klein. Und ich hatte mal eine, diese Texturboutique hieß die. Ich dachte, das wäre eine Stanz- und Prägemaschine. Man kann wohl auch mit Stanzen ein paar Tricks, aber eigentlich ist es nur eine Prägemaschine und nur prägen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt und deshalb habe ich die, weil die so klein sind, sehr klein, 7,5 cm. Ich zeige euch die gerne, wenn ich die bekomme, dann führe ich euch die mal vor, obwohl es auch schon Videos darüber gibt, aber ich weiß ja nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Ich zeige euch das dann gerne, ich finde es relativ klein. Heute habe ich mir eine schwarze bestellt. Ja, wie gesagt, finde ich schon klein, aber wenn man was Kleines ausgestanzt und größer sind, die sind alle 7,5 in der Breite.
Die einzige, wie gesagt, ist diese Texturboutique. Und ich hatte sie mal. Habe ich gedacht, brauchst du sowas? Nein, shit, tust du wieder verkaufen. Ja, jetzt suche ich sie händeringend. Und ja, wie gesagt, und nur zum Prägen brauche ich es nicht. Ich wollte eigentlich damit Kleinigkeiten stanzen. So, der ist jetzt auch nicht meins. Also kommt auch in die Gruppe, ihr Lieben. Ja, ist nur so einmal Kinderpapier dabei, aber so braun-beige, das brauche ich nicht, weil ich mache dann halt erst wirklich erstmal diese typischen Babyfarben. Also, und dann haben wir noch zweimal diese 30-30 Blöcke. Den habe ich noch nicht bekommen und den auch nicht. Den hat sie mir jetzt auch besorgt. Finde ich auch mega toll. Da blättern wir auch noch mal ganz schnell durch. Jetzt ein bisschen verbogen, weil das Päckchen ein bisschen klein war, der Karton. Gucken, ob ich den, ja, da tue ich unter meine 100 Blöcken. So, jetzt habe ich mein Bastelzimmer auch ein bisschen aufgeräumt. Ich hoffe, dass ich nächste Woche dazu komme, euch auch so ein bisschen durch mein Zimmer zu führen. Na, hier ist immer ein Fleck drauf, ob das jetzt so ist oder keine Ahnung. Durch mein Zimmer zu führen und euch mal so ein bisschen zu zeigen, was ich habe, wo ich es habe. Ist alles noch nicht perfekt. Ja, da wiederholt er sich und diesen Block. Ach, da sind dann immer zwei von jeder Farbe und nur einseitig. Ach, einmal wieder mit Folie und einmal ohne. Aber auch nicht bei jedem, bei jeder Seite. Ja, ist auch wieder was für Blumenfans. Ich habe gern Blumen zu Hause, aber so auf die Papier, weiß ich nicht. Nö, der gefällt mir auch nicht. In Wirklichkeit auch nicht so richtig. Ja. Hey, nee. Kommt auch weg. Der gefällt mir auch nicht. So, das war mein Bestellpaket. Und dann habe ich, wie gesagt, bevor es den Lockdown gab, habe ich noch ein paar Sticker. Ja, Kindersticker. Aber ich fand die so süß. Schicker, wenn jetzt, wie gesagt, die Schule wieder losgeht oder für Einladungskarten, fand ich die mega süß. Hier genau wie die Hainhörner. Dann einmal hier mit den Tierchen. Und da ist nichts drin, aber fand ich dennoch schön für die Jungs mal. Die haben ja immer relativ wenig. So, und dann habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich habe ja schon so ganz viele. Ja, ich habe wirklich verpasst, euch das Album zu zeigen. Ich habe davon ja mal ein Album gemacht und habe das dann verschenkt. Ein Disney-Album und habe dann quasi seitenmäßig die Masken. Und dann von der anderen Seite noch kann man was reinschreiben. Ja, habe ich verschickt. Sorry. Ich mache aber noch mal eins und dann zeige ich euch dann, wie es fertig ist. So, genauso wie die Lippenpflegestifte habe ich diesmal auch ganz viele bekommen. Auch von Disney. Mega süß. Ich habe ja schon so einige. Und zwar möchte ich ja gerne mit diesem Set dann halt, so finde ich jetzt nicht so toll zum Verschenken, obwohl das ist natürlich auch sehr schön oder hier. Aber ich denke, vielleicht, wenn man passendes Papier, vielleicht kann man die ja benutzen. Vielleicht kann man das als 3D ausschneiden, mit drauf machen, aufarbeiten. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe mir auf jeden Fall, die habe ich euch ja schon mal gezeigt, und da möchte ich gerne mit arbeiten. Und ja, genau, da möchte ich gerne mit arbeiten. So, da möchte ich gerne eine Verpackung für machen
Und wie gesagt, wie die aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich zeige sie euch genauso wie das Album. Nur das Album dauert natürlich wieder ein bisschen länger. Ja, und hier, das habe ich, ist aber noch nicht fertig, ist auch wieder ganz schnell gemacht. Das ist auch aus einem EFCO-Heft. Das ist jetzt nur so ein Vorreiter davon. Ja, das sind so kleine Gläschen. Da kommt noch was rein. Ist jetzt nur mal so, haltet euch im Hinterkopf, das, was ich zuletzt gebastelt habe, noch nicht fertig gebastelt habe, aus einem EFCO-Heft. Ich habe es jetzt auch wieder nicht hier oben. Entweder habe ich, vergesse ich unten was, was oben ist, oder umgekehrt. Aber ja, wollte ich euch jetzt nur mal kurz zeigen. Das ist was, was ich gebastelt habe. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war mein kleiner Einkauf bei Action und meine große Bestellung beim Action. Ich freue mich mega. Ich grüße euch alle ganz lieb. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich grüße auch meine Lieben und Treuen und auch die, die dazugekommen sind. Ich freue mich mega. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Daumen, für eure Abos. Ich bin echt immer noch überwältigt, dass es jetzt schon mittlerweile so viele sind. Und ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Ich freue mich einfach. Ich drücke euch alle 2000, bla 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 bla. Und wir sehen uns im nächsten, ja, ich denke, Bastelvideo, ne? Weil einkaufen ist ja nicht, im nächsten Bastelvideo. Tschüss, meine Lieben, eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss.